Willkommen allerseits. Ja, lange, lange ist es her. Lange, lange ist es her, seit wir in SCP-087-B waren. Und es ist kein neues Indie-Horror-Game, es ist Samstag, kein neues Indie-Horror-Game, aber das ist ein besonderer Anlass für mich, dennoch einen neuen Anlauf hier zu machen, denn in meiner Let's Grusel-Playlist wird dies das 100. Video sein, was also reinkommt. Und dazu, dass es das 100. Video ist, habe ich mir jetzt einfallen lassen, drei bestimmte Let's Playerinnen, bewusst Let's Playerinnen, die ich abonniert habe und ich auch gar kein Horror-Game auf dem Kanal gesehen habe. Also, sie wollten bisher auch kein Horror-Game spielen. Die eine, denke ich mal. Oder ich weiß nicht, ob sie es wagen würde. Es würde mich sehr freuen, wenn sie mitmachen würden. Und zwar tagge ich auch mit diesem Video gleichzeitig die Trin von Trins Welt. Die Naschi. Oder Datnashi, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie ich es sagen soll. Datnashi tagge ich. Und die Yolina Hawk tagge ich. Regeln ist es. Also, ich werde jetzt meinen Countdown-Timer für dieses Spiel hier auf 30 Minuten stellen, beziehungsweise ich stelle auf 33 Minuten ein. Da das Spiel ja gerne die Aufnahme komplett abschließt, wenn mein Game Over geht. So, wo ist mein Countdown-Rechner? Da ist er ja. Stelle ich auf 33 Minuten ein. Und in der Zeit werde ich so viele Anläufe machen und gucken, wie weit ich komme. Ich möchte von den drei Damen sehen, wie weit sie denn kommen. Jo, mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich starte den Timer. Das ist also meine einzige Voraussetzung. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich würde gerne wissen, würden sie es weiter schaffen, als ich es geschafft habe oder nicht. Wir werden es dann mal hoffentlich sehen. Jedenfalls versuche ich es jetzt. Der Timer läuft ab jetzt. So. Ich muss natürlich sagen, den Link zum Spiel wieder in der in der Videobeschreibung. Etage 2. Juhu! Wenn ihr das Spiel spielt, meine lieben Freunde, die Standardeinstellung vom Spiel, die ist nicht so, wie ich sie gerade spiele. Da muss man die Options Innie da drin etwas verändern. Aber das schicke ich euch auch, setze ich euch einen Screenshot davon. Auch in die Videobeschreibung. Wie ihr sie zu verändern habt, also. Sechstes Stockwerk. Bis zu 7 ist alles gut. Danach ist es vorbei. So, gleich ist es vorbei. Denn jetzt gibt's kein Zurück mehr. Es gäbe auch sonst kein Zurück mehr, aber egal. Ja, wie gesagt, in der Standardversion läuft da nicht das so schlecht. Also sie schon schnell. Aber das gibt es halt. Blöde Funkmeldung. Das habe ich oft genug in den anderen Videos gesagt. Oh, der Hauch des Todes. Ja. Stockwerk 12. 13 kommt dann jetzt. Und 13 ist keine Glückszahl. Auf gar keinen Fall. Aber bis jetzt ist ja noch nichts vorgekommen. Sorgen mache ich mir vielmehr um Stellen, wo ich mich dann entscheiden muss. Rechts oder links. Juhu! Gerade eben ist er da gewesen. Oder eigentlich nicht, ne? Hätte mich erschrocken. Es hat mich ein bisschen erschrocken, ja. Ich bin ab und zu ist hier drin auch was zu sehen, aber nicht dieses Mal. Zu meinem Glück oder Unglück, ich weiß es nicht. Ist hier auch noch? Nein, hier ist auch noch ein Fenster, aber hier ist nichts zu sehen. Ach ja. Einfach schön abwarten und gucken, was passiert. Welches Stockwerk habe ich denn jetzt erreicht? Ich bin bei der 20. Juhu! Juhu! Leiter laufen! Leiter laufen! Sonst jagt mich da einer. Ich sehe nichts. Licht, bitte Licht, Licht, Licht. Ich sehe sonst nichts. Da geht's runter. Diese Musik. 22. Hä? Jetzt geht's hier links? Oh, jetzt wieder rechts. Okay. Heiliger Bimbam.
Okay, es gruselt mich immer noch ein bisschen. Das Spiel hat sich nichts verändert. Obwohl, ich glaube, ich war damals schlimmer drauf. Ah, 24. 24. Mal gucken, wie weit wir es denn schaffen. Mein Countdown-Zeiger zeigt mir... Oh, ich habe ein paar Minuten extra eingestellt. Juhu! Ich will nicht stehen bleiben, ich will nicht stehen bleiben. Nicht in der Nähe von dem Typen da. 27. Schaffe ich die 30? Ich hoffe doch, ich schaffe die 30. Ich will so weit kommen wie möglich. 28. Und das ist genau das, was ich meinte. Oh, Sackgasse. Aber ich habe Schwein gehabt. Er ist nicht aufgetaucht, um mich umzubringen. Weil manchmal kann die Sackgasse wirklich zur endgültigen Sackgasse werden. Und dann ist das Spiel vorbei. Die Angst, die kennt er nicht. Die Dai erkennt keine Furcht und erkennt kein Geschrei. Doch, ein Geschrei kenne ich. Sackgasse. Aber er ist nicht da. Er ist nicht da. Habe ich nochmal Schwein gehabt. Das nächste Mal halte ich mich wieder rechts. Ganz bewusst, weil ich glaube, nächstes Mal ist rechts richtig. Wenn ich in so eine abgespaltene Gasse komme. Eieieiei. Nummer 30. Ja, da haben wir sie ja. Die 30. Aber es ist noch lange trotzdem nicht das Ende. Da waren gerade zwei Äuglein zu sehen. An der 31. Da waren gerade zwei Äuglein zu sehen. Juhu, weiterlaufen, weiterlaufen. Wenn ich da stehen bleibe, bin ich tot. Das weiß ich, das weiß ich. Juhu, jetzt, ich sehe nichts. Juhu, ist ja gut, ist ja gut. Seit wann blinkt das so oft? Sei, Karamba, seit wann macht es das so oft? Heilige Schablone. Bro, ich bleib rechts, wie gesagt. Aber er ist noch nicht aufgetaucht, er ist noch nicht aufgetaucht. Das nächste Mal, ich bleib immer rechts. Vergiss das, ich bleib immer rechts. Das nächste Mal auch wieder. So. 36. So, 36 haben wir es auch schon so weit geschafft. Oh oh. Don't look at me. Ja, genau. Ich gucke dich trotzdem an und haue ab hier jetzt. Das ist der Trick bei dem. Oh, wie ist die Sicht hier gerade verschwimmt. Nicht schön. Allgemein ist hier absolute Scheißsicht. Das ist echt mein ziemlich langer Run beim ersten Mal hier schon. Und da ist er, ha? Guck, den meinte ich. Guck, wie diabolisch er grinst. Oh, Mann. Status 41. Es geht weiter. Oh, diesmal ist er nicht da. Nur weil man ihn hecheln hört, ist er an diesem steinernen Fenster zu sehen. Juhu! Immer wieder dieser scheiß Jumpscare. Ist nicht wahr, oder? Oh, da. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Was war es jetzt? 42, gell? 42 habe ich geschafft. Die Wand rollt mich. Er kommt näher, er kommt näher, er kommt näher. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Oh! Oh! Gut! Die Wand ist weg. Es kann weitergehen. 44. Noch 44. Meine Güte, ich habe gedacht, ich werde jetzt abnibbeln. Das dachte ich echt. Das dachte ich echt. 46. Wo bin ich denn jetzt hier? Ist... Oh no. Da lang. Da lang muss ich. Okay. Auch da kann es gefährlich werden für mich. Ich halte mich diesmal... Sackgasse? Ah, es geht hier lang abwärts. Bei der 47 sind wir angelangt. 47. 48. Oh Gott, wie ich diese gespaltenen Scheißwege hasse. Das kommt jetzt noch öfters vor, oder wie? Ich werde meinen Weg schon noch finden. Nein, Sackgasse.
Nicht, dass er hier auf irgendwo auch auf mich der Tod lauert. Ah, gut. 49. Yikes! No, 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 no! Er kommt wieder, oder? Er kommt wieder, oder? Ja, er kommt wieder. Bitte, bitte, bitte. Liebe Wand, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Liebe Wand, geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg. Geh doch weg. Liebe Wand, oh, geh doch weg, geh doch weg. Ja, ich bin davon gekommen, davon gekommen, davon gekommen. Ja, ich bin davon gekommen, davon gekommen. Welches Stockwerk habe ich jetzt dann erreicht? Es ist die 51. Ich laufe weiter. Mich hält nichts hier. Jo! Wo bin ich denn? Ich sehe nichts mehr. Tja, und da hat mir das Spiel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das bis zu 51. Bis zu 51 habe ich es geschafft und ich habe noch auf meinem Timer 24 Minuten, also sollte ich das durchziehen. Zwei. Ja, die zwei. Also, wie gehabt, geht's weiter. Bis zur 13 habe ich ja nichts zu befürchten. Ich glaube, ab 13 geht's los mit dem ganzen Schockeffekten und so Sachen. Ich hasse die Funksignale. Das kommt dann, das letzte Funksignal kommt dann bei Stufe 7. Jetzt, oder? Jetzt kommt's. Funksignal. Ja, das war das letzte Funksignal. Ja, Gott sei Dank. Aber dieses... Hm? Moment mal. Er haucht, aber hier ist kein Fenster. Das heißt, ich kann ihn nicht erspähen. So, bin ich schon bei der 13 angekommen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt ist die 13. Und... Ah. Ich? Was? Zickzack. Im Zickzack muss ich mehr laufen. Normalerweise 14. Einfach fröhlich weiterlaufen. Noch ist ja nichts Schlimmes. Der... Juhu! Ich wusste, dass du auftauchst. Ich wusste es ganz genau. Ich wusste zwar nicht wann, aber ich wusste, dass du auftauchst. Als nächstes wirst du es mit dem Attentat auf mich versuchen. Aber ich werde dir davon huschen. Auch wenn ich nichts so gut wie nichts sehe. Ich husch dir davon. 19. Doch, ich husch dir davon. Brauchst du nicht mit No kommen. 20. Und was haben wir? Immer noch keinen gespaltenen Weg. Das sind so meine Lieblingswege. Da habe ich aber voll echt Schwein gehabt bei dem Run, dass nichts passiert ist. 21. Weiterlaufen, weiterlaufen. Eieieiei. Wo bin ich? Licht an, Licht an, Licht an. Ah, hier bin ich, okay. Hier bin ich. Muss mich dann immer wieder im Dunkeln neu orientieren. 23. Erst? Könnte von mir aus schon 100 sein. Na, keiner da, okay. Dann gehen wir weiter. Zur 25. Oh no, es geht jetzt schon damit los. Hallo. Ich weiß ja, wie ich dir entkomme. Ich weiß ja, wie ich dir entkomme. Es ist aber immer nur eine Sache von Bruchsekunden. Die Möglichkeit, ne? Da kommt er angelaufen. Und da hauen wir ab. Juhu. Doch, wir sind dir entkommen. 27. Und immer noch kein gespalteter Weg? Wann kommen die denn immer? Warum sagst du no? Ich habe dir doch gar nichts gesagt, dass du widersprechen solltest. Ich bleibe rechts, ich bleibe rechts. Diesmal war rechts richtig. Yeah. Auf Anhieb richtig. Und ich werde das nächste Mal trotzdem auch wieder rechts gehen. Und beim übernächsten Mal werde ich dann links gehen.
Zwischenstand Nummer 2. Yikes! Lauf weiter, Kollege! Lauf weiter, lauf weiter! Wow! Wo bin ich? Wow! Oh! 34, ist ja gut. Nein, nicht hoch. Meine Nerven. 35. Da ist er, der Drecksack. Ich hau jetzt aber weiter ab. Ich glaube, es ist... Doch, ich look at dich. Denn ich muss entkommen. So, und ab durch die Piste. Oder durch die Mitte. Wie auch immer. Bin ich dir wieder entkommen, ha? Das letzte Mal war es irgendwie ein Fehler. Und diesmal... Also, ich habe ja gesagt, ich laufe nochmal rechts. Oh, oh. Schwein gehabt. Er hätte mich hier kriegen können. Also gut, da hier rechts wieder falsch war, werde ich das nächste Mal trotzdem noch rechts gehen. Wenn es dieses nächste Mal geben sollte. Wir sind beim 39. Oh, er hechelt wieder. Er hechelt. Was ist jetzt? Das war vorher nicht. Ah. Da hat jemand irgendwelche Probleme mit dem Magen oder so, würde ich mal sagen. 42. Rechts ist falsch. Er hat mich nicht erwischt hier. Gut. Ich habe also immer noch Chancen, weit zu kommen. Komm, auf geht's. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter, immer weiter. Doch, immer weiter. 44. Hi, Kumpel. Ich kann's nicht mir verkneifen, immer wieder da reinzuschauen. Zumindest kommen nicht mehr so häufig diese komischen Irrwege vor, wie vorhin. Aber andererseits hätte ich vielleicht jetzt meine Klappe halten sollen. Oh, der hat mich jetzt überraschenderweise nicht erschreckt. Komischerweise. 48, ich komme dem Ziel näher. Näher und näher. 49. Es geht weiter. 50. Juhu. Was auch immer. Oh no. Es ist wieder die Sackgasse. Es ist wieder die Sackgasse. Wo bist du? Hihihi. Komm näher, komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Öffne mir die Tür. Öffne sie mir. Öffne mir die Tür. Öffne mir. Und Tschüssikowski. Da gucke ich auch nicht nach der Nummer. Jetzt gucke ich. 52. Wir sind wieder am Stand von vorher auch. 53. Oder waren wir bei 53? Ich weiß es nicht genau. 54 auf jeden Fall. Hm, keiner da. 55. Und was haben wir jetzt? Jedenfalls kein spaltender Weg. 56, jetzt spaltet es sich wieder. Sackgasse. Oh, ich wäre beinahe in meinen Tod hineingefallen. In meinen eigenen Tod. Durch mich verursacht, nur weil ich kurz die Orientierung verloren habe, wo ich langlaufen soll. So, was haben wir jetzt? Haben wir selbst? 57. Och, nö. Die Chose schon wieder, ne? Hallo? Ja, du schon wieder. Mach mir doch keinen Ärger. Mach mir doch diesen Stress nicht. Verschon mich. Oder verschon mich nicht. Verschon mich. Nein, du wirst mich nicht verschonen. Ich werde einfach abhauen. Ich bin entkommen. Und ich habe vergessen, auf die Zahl zu gucken. Aber das macht nichts. 59. Jetzt kommt die 60. Och, ist doch langweilig. Es wiederholt sich wieder das hier. Euer Ernst? Na gut, die... So, die Aufnahme ist eher abgeschmiert an der Stelle. Irgendwas ist da passiert, keine Ahnung. Memory Access Violation. Please, 60 habe ich erreicht und mein Timer zeigt mir immer noch 15 Minuten an. Also, los geht's. Los geht's.
Letzt Versuch, vermute ich. Ja, ja, die Funksprüche, die kennen wir ja jetzt bereits. 5, nee, 6, ach, keine Ahnung, was auch immer. Nein, das ist die 6, dann war das vorhin wirklich eine 5. Auf geht's, weiter, weiter, weiter. Ich muss noch zig Etagen überschreiten. Ich hab's die 60 angekratzt. Jetzt will ich über 60 kommen. Ah, bei Kopfhörern höchelt er so direkt richtig ins Ohr rein. Das ist gar nicht schön. Was? Welche Nummer? 13. Oh, meine Lieblingszahl. Wobei die 7 eigentlich meine Zahl ist. Oder so ähnlich. Nee, denn die 7. Denn die 13 ist meine Zahl. So, dann dürfte der Kollege Genossowitsch jetzt auch jeden Moment kurz hier wieder seinen sprunghaften Jumpscare machen. Mach ich mal extra langsam. Oh, es spaltet sich. Rechts. Nein. Links. Ja. Ich bleib beim Nix. Solange bis rechts richtig ist, bleibe ich rechts. Eigentlich sollte ich öfters mal links laufen, so wie es aussieht. 17. Da müsste doch jeden Moment hier... Juhu, ha, ha. Aber da macht er nichts. Da springt er nur davor. Aber passiert tut nichts. Gott sei Dank. So, aber jetzt sollte ich mich echt davor hüten, den nochmal zu begegnen. Und so hautnah an dem dran zu stehen. Rechts. Nein. Links. Okay, du hast es geschafft, Spiel. Ich werde das nächste Mal links gehen. Nächstes Mal gehe ich links. Status. Welche Zahl haben wir denn jetzt gerade? Wir haben die 21. Oh, oh. Weiterlaufen, weiterlaufen. Auch wenn ich rein gar nichts sehe. Wo bin ich denn jetzt nur? Oh. 23. Soweit habe ich es runter geschafft. Im Blindflug. Sehr schön. Das lobe ich mir. Ja, ich habe gesagt, ich gehe. Und das war diesmal richtig. Seht ihr, wäre ich jetzt links gegangen, hätte ich ein Problem gehabt. Aber nein, es hat funktioniert. 25. Joi. Und diesmal war rechts wieder richtig. Mann, bin ich gut. Und dabei habe ich diesmal gar nicht angekündigt, welche Richtung ich diesmal gehen würde. 27. Oh, komm schon, liebe 50, ich will dich... Jetzt aber. Was zur Hölle? Das war irgendwie jetzt ein Bug, was ich da gesehen habe. Aber es hat funktioniert, ich bin durchgekommen. Komischerweise. Die 29 und wieder. Er hechelt wieder. Die 30. Hä? Er hechelt ist nicht da? Komischer Vogel manchmal. 31. Noch 40 mindestens to go. Oder so viel wie möglich. Ich möchte so weit wie möglich kommen. Ich möchte es den Damen nicht allzu leicht machen. Ich möchte es denen nicht allzu leicht machen. Lol. 33, wenn ich es richtig erkannt habe. Holy crap! Holy crap! Ich konnte mich gerade echt ganz bescheiden orientieren. Muss ich aber. Ich muss dich angucken. Nein! Da lang. Nicht zu nah an den rangehen. Bin ich des Wahnes? 37. Huh. 38. Es wird höher. Ich kram dann wieder an die 40 ran. Und da wäre sie auch schon. Jetzt hier 40. Jawohl, ja. Oh Mann.
Ich will dem Viech nicht begegnen, das diese Geräusche da macht. 42. Left. Left. Links war richtig. Gut. Yeah. Links war richtig. Haha. So. Das hat mich doch sehr gefreut, dass links richtig war. Das wärmt mir mein Herz auf und ich habe gerade vergessen, auf die Zahl zu gucken. 44. Dankeschön. Komm ich ja jeden Freak. Der hat mich angesprungen hier am Fenster. Aber hier kriegst du mich nicht. Mein Glück. Zu meinem Glück. Du hast es jetzt auf mich abgesehen, ne? Du willst mein Blut lecken. Das ist wieder so Vertreter Raum. Ah ja. Da lang vielleicht? Ne, da ist Sackgasse. Da lang? Die Labyrinth-Scheiße geht wieder los. 47 und das bevor ich in die 50 komme. Jetzt wieder rechts zur Abwechslung, weil es schön... Oh oh, bitte nicht hier. Nein, er hat... Er ist nicht gekommen, um mich zu töten. So langsam verliere ich schon wieder meine Stimme. Wie scheiße ist das denn? 49... Yikes! Yikes! 50, ich hab's genau gesehen! Wohin denn jetzt? Und da war gerade ein schwarzer Fleck mit Augen an der Wand? 52. 53. Oh no. Das geht wieder los. Kuckuck. Da ist er ja. Dann warten wir mal ab. Abwarten. Komm doch. Komm schon. Hol dich mir. Du kriegst mich eh nicht. Ich bin schneller als du. Jawohl. Und da bin ich weg. Und ich habe vergessen, wieder auf die Zahl zu gucken. Yikes! Ich habe die Zahl nicht gesehen. Ich habe noch 7 Minuten Spielzeit. Wobei, eigentlich... Wobei eigentlich 7 Minuten, ach komm, auf die 7 Minuten jetzt geschissen. 3 Anläufe sind gut. Tja, ihr 3 Mädels, die ich euch tagge. 60 gilt es zu schlagen, schafft ihr es? Ihr habt dran auch 3 Versuche, so wie ich. Ich bin gespannt, ob ihr mitmacht. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie gesagt, wie man das eingestellt hat, dass ich hier ein bisschen schneller laufe, die Helligkeit und so Sachen... Meldet euch bei mir, ich erkläre es euch gerne. Ich werde wahrscheinlich einen Screenshot von meiner Options hier in die Videobeschreibung reinpacken. Wenn nicht, wie gesagt, Fragen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.